Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, wir waren hier stehen geblieben. Ich hatte mir gedacht, dass ich die Leute doch nochmal anspreche. Entschuldigung, ich bin gerade erst in Willow Creek angekommen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Gibt es was Sehenswertes? Sind Sie etwa auch Tourist? Ja. Könnte man so sagen. Naja, wir wollten uns heute eigentlich das berüchtigte Sanatorium ansehen. Aber irgendein Freak hat da ein Hotel draus gemacht und der Typ am Empfang hat auch gleich versucht, uns irgendwelchen billigen Tourischhund anzudrehen. Als ob wir sensationsgeil wären. Genau, Albert. Und dann hat er noch erzählt, dass im Schloss immer noch der Geist dieses Samuel Gordon spukt. Man soll ihn nachts an den Fenstern des verbrannten Flügels sehen können. Richtig unheimlich. Lächerlich. Auf jeden Fall sind wir dann hierher gekommen. Wir hatten uns aber etwas mehr von einem Gruselmuseum erhofft. Wir werden uns nachher noch das Schloss ansehen. Hoffentlich taugt wenigstens das was. Danke für die Information. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Ich glaube, mit denen können wir jetzt nichts mehr bereden. Ich guck trotzdem nochmal. Ich wüsste nicht, was ich mit denen... Okay, aber ich liste. Eine endlos lange Liste über die Geschichte von Willow Creek. Mal sehen. Die Unterwelt von Willow Creek. Der Ort Willow Creek wurde zu Zeiten der alten Römer gegründet. Schon damals trat der Fluss oft über die Ufer und machte die Umgebung zu einer Moorlandschaft. Einige Jahre nach der Grundsteinlegung wurde eine kleine Kanalisation errichtet, die das Problem für mehrere Jahrhunderte beseitigen konnte. Im Mittelalter war die Kanalisation schon weitgehend zerstört und vergessen. Doch Werner Gordon ließ im Jahre 1867 eine komplett neue Kanalisation errichten, um der wachsenden Anzahl an Überschwemmungen und damit einhergehenden Hungerkatastrophen Herr zu werden. Damit war es möglich, große Teile der Umgebung trockenzulegen und zu verhindern, dass der Fluss erneut über die Ufer treten konnte. Daneben ist noch so eine kleine Zeichnung, wo das Wasser umgeleitet wird, wenn es mal zu hoch ist. Und was ist das? Ah, einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja auch noch. Direkt mit der Kanalisation verbunden. Stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Huch, was ist das? Ein Sekretär, ganz ohne Schieberätsel. No. Wohl ein altes Modell. Die fasse ich nicht an, im Gegensatz zu den Horden Touristen vor mir. Ja gut, dann gehen... da hinten. Müssen wir noch rein? Och, das ist ja abartig. Haben sie das so dargestellt, was Samuel angeblich, also was wir angeblich getan haben sollen? Der wahnsinnige Samuel Gordon ermordet den angesehenen Arzt Dr. Heinz Hermann in einem Blutrausch. Er enthauptet den beliebten Arzt in seinem Haus in der Nähe des Dorfes. Genau. Die Figuren sind billig gemacht, sehen aber noch nicht sonderlich alt aus. Reißerisch inszeniert. Das stimmt mal sowas von nicht, ey. Hier scheint es um einen Mord an einem Jungen zu gehen. Jüngstes Opfer der Mordserie wurde der erst 12 Jahre alte Vic V. Er wurde unweit des Dorfes an einem Steinkreis im Wald brutal ermordet. Hier sind einige Bilder des Steinkreises. Zeugenaussagen, ein Statement der Polizei, Zeitungsausschnitte. Wie es scheint, wurde damals zunächst ein Ritualmord vermutet. Heavy-Metal-Satanisten im Blutrausch. Was bringt jemanden dazu, einen anderen Menschen abzuschlachten? Auch noch ein Kind? Es muss furchtbar gewesen sein. Naja gut, wir waren es ja wirklich, ne? Hier ist der Zaun, wo nirgends... Häcksler. Ein Häcksler? Was soll das denn?
Häcksler aus dem Garten des Schlosses Black Mirror. Ach ja, der Gärtner. Von wem stammen die geheimnisvollen Blutspuren im Inneren des Häckslers? Welche grausamen Geschichten könnte dieses Gerät über seine ehemaligen Besitzer erzählen? In was für blutrünstigen Verbrechen spielte er eine einschneidende Rolle? Ein Mysterium, das vermutlich niemals geklärt werden wird. Schwachsinn. Ein Häcksler? Schwachsinn. Na, das war's. Kippfenster. Das Fenster ist verschlossen und durch eine Alarmanlage gesichert. Okay, sonst kann ich hier nichts drücken. Nee. Dann gehen wir mal zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stuhl für erschöpfte oder wissenshungrige Besucher sein soll. So, können wir mit dir nochmal über diesen Geist reden? Hallo, Bobby. Hi, Darren. Dieses dicke Buch da in der Vitrine, die Chronik der Gordons, was kannst du mir dazu sagen? Darin steht alles über die Familie Gordon. Lady Victoria hat es dem Museum gegeben, aber es darf nur hier gezeigt werden, nicht hinten, wo es gruselig ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass Lady Victoria ihre Familienchronik nicht in dieser Geisterbahn für Arme sehen will. Darf ich sie mir mal genauer ansehen? Ich darf sie nicht aus der Vitrine nehmen. Oh. Hast du denn einen Schlüssel dafür? Ja, Miss Paft vertraut mir. Ich habe Schlüssel für alles. Nur nicht für den Eingang. Und Mrs. Paft macht immer die Alarmanlage an. Wegen der Versicherung, sagt sie. Wird diese Chronik denn nie aus der Vitrine genommen? Vielleicht kann ich diese Mrs. Paft selber fragen. Nein, das Buch darf nicht rausgenommen werden. Lady Victoria hat es verboten. Sie sagt, es ist ein böses Buch. Also hast du zwar einen Schlüssel für die Vitrine, aber du darfst sie nicht öffnen. Genau. Sag mal, Bobby, die Vitrine da hinten. Ist die schon lange kaputt? Ja, Darren. Seit 27 Tagen schon. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Eines Morgens war die auf einmal kaputt. Also ist jemand eingebrochen und hat den Inhalt gestohlen. Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber das ist nicht so schlimm, es war nur eine Kugel drin. Was denn für eine Kugel? Eine große schwarze. Danke für die Auskunft. Bitte, Darren. Wegen der schwarzen Kugel nochmal. Ja? War die Polizei denn da? Nein, die interessiert das nicht, sagt Mrs. Paft. Aha. Und wen interessiert es dann? Mrs. Valley, glaube ich. Sie hat sich das angesehen. Danke dir, Bobby. Gehört dir das schöne Seifenblasenspiel? Oh ja, ich mach gern Seifenblasen. Ich hab heute aber schon so viel gespielt, dass es leer ist. Vielleicht kann ich dir neues Seifenwasser besorgen. Nein, danke. Bald ist Feierabend und ich hab sowieso keine Lust. Ich hab zu großen Hunger. Warum das? Ich hab nichts gefrühstückt. Tom hat kein Brot gekauft. Wir haben kein Geld, weil der Pub schlecht läuft und jetzt auch noch der teure Stand. Aber ihr müsst doch trotzdem was essen. Tom isst nicht viel. Ein Bier ist genauso gut wie ein Brot, sagt er. Das möchte ich wetten. Wie wäre es, wenn ich dir etwas zu essen besorge? Oh, das wäre sehr nett, Darren. Mal sehen, was sich da machen lässt. Ich geh dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Klar, wir holen uns jetzt Chili. Er kann es wahrscheinlich nicht richtig essen oder so. Ich weiß es nicht. Und lässt dann kurz die Aufsicht irgendwie
Fallen? Ich weiß nicht. Und wir können uns dann den Schlüssel klauen? Hallo, Tom. Was gibt's? Wissen Sie etwas von einer schwarzen Kugel? Wurde vor etwa 4 Wochen aus dem Museum gestohlen. Hab davon gehört. Interessiert mich aber nicht. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass Sie einen Bruder haben. Warum sollte ich? Ein schwachsinniger Bruder ist nicht gerade was zum Angeben, oder? Er machte einen netten Eindruck. Wenn Sie nur ein paar Stunden ertragen müssen, vielleicht. Aber ich muss mich Tag aus Tag ein mit dem bescheuerten Idioten herumschlagen. Der bekommt nichts auf die Reihe. Aber alle Welt kümmert sich um ihn. Weil er es doch so schwer hat. Neidisch? Neidisch? Auf den Idioten? Wohnt er bei Ihnen? Seit unsere Eltern tot sind, habe ich ihn an der Backe. Man sollte ihn in ein Heim stecken, wo noch mehr solche Spacken eingecheckt haben. Aber wer soll das bezahlen? Schön zu hören, wie Ihre Familie zusammenhält. Ekelhafter Typ. Ich hätte gern eine Portion Chili. Jetzt doch. Normal oder scharf? Wenn ich richtig sehe, haben Sie sowieso nur einen Topf. Also scharf. Boah. Ich würde das nicht essen wollen. Stimmt so. Oh, der große Lord ist wohltätig zum niederen Volk. Ich muss weiter. Kann auch froh sein, dass er überhaupt was kriegt. Sogar so ein... Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh. Oh. Gott. Ich konnte den schon vorher nicht leiden, ey, der Typ. Macht mich krank. Müde. Hallo, Bobby. Hi, Darren. Ich hab dir etwas Chili besorgt. Ich hoffe, das magst du. Oh ja, aber ich hab kein Geld. Kein Problem. Ich schenk's dir. Danke, Darren. Aber dann schenk ich dir auch was. Und was? Bitte die Schlüssel für die Vitrine? Eine Wunderkerze? Danke. Eine Wunderkerze. Moment. Moment. Eine Wunderkerze. Ich kriege Ideen. Es ist nur noch ein einziges Streichholz in der Schachtel. Nee, ich sollte mir genau überlegen, was ich damit anstelle. Ja, wahrscheinlich muss ich das vielleicht frei. Entweder geht das nicht, was ich vorhabe. Ich wollte durch den Qualm oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Oder durch die Funken irgendwas mit der Alarmanlage machen, aber nee. Hallo, Bobby. Hi, Darren. Und? Bist du jetzt satt? Ja, war lecker. Ganz schön scharf. Und? Hast du immer noch keine Lust, ein paar Seifenblasen zu machen? Doch, hätte ich schon. Aber ich hab kein Seifenwasser mehr. Soll ich dir welches besorgen? Okay. Ich geh dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Bis dann. Krieg ich jetzt Seifenwasser her? Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Ich nehme das mit, okay? Ja, okay. Schon ganz vergessen. So, können wir das hier voll machen? Genau, jetzt brauche ich ja nur noch irgendwie so Spülmittel. Das ist zwar Wasser, aber zu wenig. Wasserspülmittel, Hotel, wo könnte man noch hingehen? Da könnte man nirgendwo hingehen. Ins Hotel, aber wie kriege ich denn Seife? Was habe ich denn da alles so drinne? Schlafmittel nur.
Oh, warte, hier. Geht das? Nein, geht nicht. Ah, nee, nee, nee. Das klappt alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich habe gehört, der Geist von Samuel Gordon soll immer wieder mal im Schloss gesichtet worden sein. Das ist wahr. Bei dem schlimmen Unwetter vor 2 Wochen kam der Obdachlose Joseph zu mir und bat mich, ihn hier übernachten zu lassen. Er sagte, er hätte Samuels Geist hinter einem Schlossfenster gesehen. Eine grauenhafte Fratze. Er dachte, er müsse sterben. Wahrscheinlich ist das der wahre Grund, warum keine Touristen mehr herkommen. Na klar. Daran, dass Willow Creek außer ein paar billigen Plastikleichen nichts zu bieten hat, liegt es sicher nicht. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Ach, geh doch mal ein bisschen schneller hier, Darren. In meinem Zimmer ist nichts, was mir bei der Suche... Was könnte ich hier? Könnte ich eigentlich auch nicht so. Die Lampe ist erloschen. Vermutlich ist der Faden herausgefallen und dann verbrannt. Okay. Okay. Gordon's Palace. Dann haben wir hier die Stadt. Black Mirror haben wir noch nicht aufgedeckt. Er trinkt den Brunnen gefunden. Robert begraben. Neben dem Leuchtturm. Dr. Himmel enthaupt in dein Haus. Okay, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, auch nicht. War jetzt nicht wirklich was drin. Hallo, Tom. Was gibt's? Haben Sie Angst vor Samuels Geist? Mary sagt, er geht im Schloss um. Ja, genau. Und meine Mutter ist die Queen von England. Der Typ zockt doch nur die Touristen ab. Muss ja auch sehen, wo er mit seinen dämlichen Seelenschlüsseln bleibt, jetzt wo keiner mehr herkommt. Das Geld verdient sich ja nicht von alleine. Ich muss weiter. Ach, wo kriege ich denn jetzt hier her? Man könnte das ja auch einfach hier so reinhalten. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme, aber es geht ja nicht. Das wollen wir ja nicht, ne? Der Pub hat noch dicht. Ist geschlossen, weil er... Bobby, Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Um das Wasser zu besorgen. Wenn Bobby von seinem Stuhl aufstehen würde, könnte ich mir die Schlüssel aus seiner Jacke ausleihen. Weniger Hunger und ein wenig Seifenwasser könnte Bobby zum Fenster locken. Seifenwasser? Ja, aber wo kriege ich Seifenwasser her? Ich... Obwohl es hier scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Irgendwo undicht. Ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Da sagt er ja dann, ist zu wenig, ne? In der Röhre sind weder Wasser noch Seife. Ob scheint wohl irgendwo undicht zu sein. So, hier die Regentonne macht das nicht auf jeden Fall. Ich gehe nochmal zum Hotel. Guck nochmal hier überall nach. Kann nicht sein. Bevor ich diesen Plastik... Okay, hier nicht. Ausgang. Eine ganze Reihe Altmut. Pff.
Eine Menge guter Bücher. Ich habe alles gedrückt und so. Es Angelina muss das alte Bild. Jetzt habe ich das weggeklickt. In der Röhre sind weder Wasser noch. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch nirgendwo anders hin. Wintergarten. Ein Wintergarten mit Stahlskelett. Man kann deutlich erkennen, dass er neueren Baujahrs ist als der Rest des Gebäudes. Im Wintergarten stehen einige Tische und Stühle. Ich könnte mir vorstellen, dass er als Speiseraum genutzt wird. Zurzeit ist aber alles wie ausgestorben. Dahinter war auch noch ein Friedhof, das weiß ich noch ganz genau. Okay, nee. Er will partout nicht. Ist ja auch nichts Neues so. Pititü. Ich gehe jetzt mal hier nochmal durch. Warte mal, Putzmittel, klar. Hier ist doch bestimmt. Ja, Flüssigseife. Ich fülle etwas davon in das Röhrchen. Das war's. Am Boden der Röhre ist etwas zähflüssige Seife. Fehlt noch das Wasser. So, und das kriege ich doch jetzt bestimmt wieder draußen. Geh da hin. Obwohl es hier ständig regnet, scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Das gibt's doch nicht, ey. Am Boden der Röhre ist etwas zäh. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier das Wasser herkriege. Normalerweise würde ich jetzt sagen, hier von wegen, einfach mal da so ins Wasser halten, ne? Ich wüsste nicht, was ich mit den beiden berät. Ich wüsste es selber auch nicht gerade. Ich wüsste nicht, was ich mit den. Ich wollte ja auch da hinten reingehen. Haben wir hier irgendwas? Ein Häcksel von welcher in einem Schwachsinn? Das Fenster ist verschwunden. Nee. Hätte ja sein können. Was hier? Oh, ich brauchte nur Wasser. Es kann nicht so schwer sein, Wasser zu finden. In dem Fuckdorf, ey. Hier sind überall Eimer. Und ich finde kein Wasser. Man kann auch nicht einfach Wasser aus dem Kanal nehmen, weil das wäre ja unlogisch. Ich will ihn gerade nicht stören. Ist doch so. Momentan will ich. Weiß nicht, wie ich das Wasser herkriegen soll. Lass überlegen. Am Boden der Röhre ist etwas. Man könnte einfach an einem Wasserhahn gehen. Krieg kein Wasser, ich weiß nicht wohin. Ohne Scheiß, ich weiß nicht wohin. Solange ich Angelina.
Da liegt überall Wasser. Überall. Da kann man nicht nehmen. Geht nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Er sagt mir ja auch nichts hier, der Typ hier. Speisekarte, da will er ja nichts zu sagen, mit dem will er nicht reden. So, man kann die Scheiße hier nicht ins Wasser halten. Ein altes Seil. Es ist hier oben um den Pfahl gewickelt und das andere Ende verschwindet im Kanal. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Das Wasser ist zu schmutzig. Zieh mal hoch. Vielleicht hole ich einen Eimer hoch. Hey. Aha, ein kleiner Eimer. Vielleicht. Oh, jetzt habe ich Sack gedrückt. Sorry, Leute, aber wir haben unser Wasser. Das ist so unlogisch, ne? Sorry, aber das ist so unlogisch. Man hätte ja auch das Röhrchen einfach hier reinhalten können. Ist voll. In den Kanal. Man muss das dafür nicht extra in den Eimer schütten. Und dann hochziehen und dann erst das in das Röhrchen schütten. Und ich weiß ja, es ist unlogisch vor dem Herrn, ey. Ich weiß auch nicht, ey. Da. Schau mal, Bobby. Ich habe das Röhrchen mit Seifenwasser gefüllt. Wow. Danke, Darren. Bitte. Oh, jetzt geht er da. Jetzt kann ich nicht mehr wegen dem Geist fragen. Schüttetüte. Das ist meine Chance. Na los, klau schnell. Hab ihn. Es scheint ihm großen Spaß zu machen, Seifenblasen fliegen zu lassen. Er bemerkt überhaupt nicht mehr, was um ihn herum geschieht. Aber die sind ja noch da. Fällt das nicht auf? Das Schloss für die Vitrine. Echt jetzt? Verehrte Museumsgäste, es ist 20 Uhr. Unser Museum wird nun schließen. Wir möchten Sie bitten, sich zum Ausgang zu begeben. Nö. Wir danken für Ihren Besuch und würden uns freuen, Sie morgen ab 11 Uhr wieder begrüßen zu dürfen. Ah, fuck. Hey, Darren, wir schließen jetzt. Hab's gehört. Du kannst ja morgen zurückkommen. Ja, danke, Bobby. Bis dann. Bis dann, Darren. Mist. Und ich habe keinen Schlüssel für den Haupteingang. Vermutlich kann ich hier wirklich erst morgen was erreichen. Was steht denn da? Verlasse diesen Ort! Hä? Wer ist er denn? Hä? Du bringst uns alle in Gefahr! Du bist der Tod! Okay. Lass mich in Ruhe! Es ist der Fluch! Der Fluch! Er wird dich holen! Mhm. Verpiss dich! Der Tod! Ich habe es ihm gesagt! Ja. Toll. Ich bin also der Tod. Mehr hat mir dieser Ausflug bisher nicht an Informationen gebracht. Und jetzt? Zurück ans Hotel? Oder kann ich hier noch etwas herausfinden? Ich weiß nicht, Darren. Einmal noch mal gucken? Abgeschlossen. Hotel? Die Regentonne wieder? Obwohl es hier ständig scheint wohl irgendwo undicht zu. Okay, da kann man nichts machen. Hier kann ich nichts, hier kann ich nichts, hier kann ich nichts. Da ist dieser Typ wieder. Oh, der Pub hat jetzt offen. Der Penner. Ach, das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Hey, was sollte das am Museum? Hey, kennst du mich? Du bist der Antichrist! Ja, ja. Bist du einfach nur weich in der Birne oder steckt mehr dahinter?
Du kannst es nicht leugnen. Es ist in dir, in deinen Adern, in deinem Herzen, in deinem... Was soll in mir sein? Der böse Geist. Mir reicht's. In deinem Hirn ist nur Scheiße. Ein beschissenes Hirn, eingelegt in Alkohol. Spürst du es? Die Wut? Das Böse? Ach, fick dich! Der Antichrist, jo. Der Stand ist dicht. Tom meinte ja auch, dass er sich abends um den Pub kümmern muss. Okay, hier haben wir jetzt wirklich nichts mehr. Ja, hat er noch was zu sagen? Ich hab dem Kerl nichts mehr zu sagen. Und er erzählt sowieso immer nur dasselbe. Du bist der Teufel, du bist der Teufel. Chili, Chili Hot, Chili Super Hot, guatemaltekisches Höllenchili. Ich schätze, hier gibt es Chili. Okay, Leute. Und ich schätze, nein, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.